herzlich willkommen zu unserem allerersten Ernährungstipp. Und zwar starten wir heute mit einem Immunsystem-Booster, dem Ingwer-Shot. Und zwar erklärt euch heute dazu unsere Ernährungsberaterin Diana ein wenig mehr zu den Benefits. Ja, also der Ingwer-Shot ist gerade jetzt im Moment halt super, weil er unser Immunsystem richtig schön hochboostet. Er ist ganz reich an Vitamin C, hat sehr viele Ballaststoffe, ist zudem noch entzündungshemmend, kann bei manchen auch noch den Blutdruck regulieren durch die Ingwer-Eigenschaften und auch generell ist er halt einfach sehr, sehr reich an Ballaststoffen, sehr vielen Vitaminen, also alles das, was wir gerade im Moment halt super gebrauchen können. Ja, was bräuchte denn alles an Zutaten für den Ingwer-Shot? Im Grundrezept ist es eigentlich ganz einfach. Du brauchst vom Prinzip her den Saft von 2 Zitronen, den Saft von 2 bis 4 Orangen, je nachdem wie groß die einfach sind, und dann nochmal 100 Gramm Ingwer. Der Ingwer wird einfach nur gechillt, klein geschnitten und dann wird alles mit dem Pürierstab klein püriert. Alles klar, das sind ja relativ scharfe Inhaltsstoffe, wenn man die zusammenführt. Gibt es da vielleicht die Möglichkeit, da auch eine Variation zu kreieren, die ein wenig süßer wäre oder ein bisschen das Ganze reguliert? Ja, du hast da ganz viele Möglichkeiten. Also du kannst, wenn du sagst, das ist mir vom Ingwer her halt zu scharf, kannst du einfach noch Honig mit hinzugeben. Manche geben ganz gerne auch nochmal einen Apfel mit hinzu. Und dann hast du halt nochmal mehr Vitaminanteil, auch Ballaststoffanteil mit dabei. Was man auch ganz gerne macht, ist Kurkuma noch mit reinzunehmen, weil der Kurkuma natürlich dann auch wieder zusätzlich noch entzündungshemmend mitwirkt. Und da kannst du vom Prinzip her einfach nach Geschmack ein bisschen hin und her spielen. Für manche ist es auch so, wenn du es halt nur zusammentust und pürierst, hast du natürlich immer noch so diese Stücke. Das mag nicht jeder unbedingt. Wie genau bei Orangensaft mit Fruchtfleisch ist ja immer eine Geschmackssache. Deswegen kannst du da halt auch hingehen und kannst das Ganze noch einmal kurz durchsieben, damit du wirklich nur noch rein die Flüssigkeit hast. Nur du solltest dann darauf achten, wenn du das machst, die Flüssigkeit erst eine Stunde ziehen zu lassen, damit halt auch wirklich alle Inhaltsstoffe in die Flüssigkeit übergegangen sind und du nicht das Wichtigste vom Ingwer direkt wieder mit rausfischst. Alles klar, Diana, ich danke dir. Gerne. Dann auf die Gesundheit. Aber ein gutes Immunsystem.